liebe Kinder, ich hoffe, es geht euch allen gut und ich erzähle euch heute eine Fallgeschichte von einer Familie, die in der Schweiz lebt. Von der Familie Hugentobler. Die Familie hat letztes Jahr im Frühling vor einem Jahr eine Reise gemacht. Eine Reise mit dem Auto an schöne Hallwiler See am Wochenende. Und was sie dort erlebt haben auf dieser Reise, das erzähle ich euch jetzt. Familie, der Papi, die Mami, der Jonas und Mia, die haben daheim noch ein paar Sachen parat gemacht, bevor sie losgefahren sind. Der Jonas hat gesagt, ich packe noch meinen warmen Pulli ein. Und auch meine Gummistiefel noch. Man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Dann sind sie losgefahren. Am Hallwilersee haben sie gewusst, dass sie Dampfschiff fahren wollen. Sie sind auf einem schönen Dampfschiff. Es hat ihnen gefallen, dort drauf. Der Wind hat etwas geblasen. Ziemlich kühl war es. Die Mami hat gesagt, ich habe zum Glück meinen Rollkragenpulli eingepackt, dass ich einen schönen warmen Hals habe. Mia hat gesagt, hey und ich habe meine Reiterhosen eingepackt. Die Mami sagt zu der Mia, wieso denn Reiterhosen? Wir gehen ja heute gar nicht reiten. Ja weisst Mami, ich habe die falschen Hosen eingepackt. Aber das ist ja gleich, die gehen auch warm. Und der Jonas, der sagt plötzlich, schau mal, ich habe meinen Cowboyhut dabei. Und Mia ruft noch, und ich habe noch meine Reiterstiefel im Rucksack da. Sie haben viele schöne Sachen gesehen auf dem Dampfschiff. Und wo die Fahrt fertig war, haben sie natürlich auch langsam Hunger gehabt. Und sie haben beschlossen, dass sie am Seeufer in ein Restaurant gehen, zum Mittagessen. An einem weissen, deckten Tisch, ganz schön war es, haben sie zu Mittag gegessen. Das Mittagessen war fein und der Papi hat viel Geld dafür zahlen. Es war sehr teuer am Schluss. Und gegessen haben sie im Restaurant Sterne. Nachher haben sie beschlossen, dass sie nochmals Schiff fahren wollen. Das mal auf einem Segelschiff. Also noch eine zweite Schiffsfahrt auf dem schönen Hallwilersee. Auch dort, zum Mittag nach dem Essen auf dem Schiff, haben sie viele schöne Sachen gesehen. Am Schluss, als die Schifffahrt vorbei war, hat die Frau gesagt, das kostet 22 Franken. Der Papi hat sein Portemonnaie vorgenommen. Er hat im ersten Fach geschaut. Ups, kein Nötli mehr, keine Münze mehr, kein Geld auf dieser Seite. Er hat ein bisschen Herzklopfen bekommen. Kein Geld auf der Seite, auf der ersten vom Portemonnaie. Ja, das Mittagessen war teuer und viel Geld gebraucht. Zum Glück hat das Portemonnaie noch eine zweite Seite gehabt. Auch dort hat er reingeschaut.
Keine Münze, keine Noten, einfach nichts. Und das Portemonnaie, oh je, ist auch gerade noch kaputt gegangen. Oh, jetzt hat das Herzchen noch mehr geklopft. Dann hat er es zugemacht. Dann hat er es nochmal genommen, dann hat er rechts geschaut, er hat auf der anderen Seite nochmal geschaut, kein Geld. Dann hat er nochmal geschaut. Aha, es war ja nur eine alte Neischachtel. Die Frau auf dem Schiff hat gesagt, es ist nicht so schlimm, ich tue euch die Reise schenken. Das kann ja mal passieren, als einem das Geld ausgeht. Sie sind wieder heimgefahren auf Niederlands. Und sogar heute manchmal träumen sie noch von dieser schönen Reise an dem Samstag am Halwilersee.